Die Schicht am Dienstag ist ähnlich gelaufen wie am Montag. Von 18 bis 21 Uhr war das Unternehmen, der Laden bis oben hin voll. Es war kein Platz mehr. Wir mussten teilweise Leute, die noch essen wollten, wieder zurückschicken. Sind im Rahmen von um die 80 Essen gekommen. Und ja, es war immer gut zu tun. Gab keinen Engpass. Alles lief, obwohl zwischendrin mal die Fässer leer waren. Das heißt, beide zur gleichen Zeit. Da war mal eben kurz ein bisschen gefühlter Druck, aber das haben wir ganz locker gewuppt. Meine Kollegen sind kurz an die Theke gegangen, haben dann die Getränke selbst gemacht, derweil ich die Fässer umgestochen habe. Ja, und dann ging das alles seinen Gang weiter. Was meine Gesundheit angeht, ich bin die letzten beiden Tage am Montag und am Dienstag nicht gelaufen. Ich denke, das wird so ein bisschen sichtbar sein, auch in meiner Messung, in meiner Stoffwechselmessung, aber das kommt ja nachher noch, werde ich das veröffentlichen, was dabei rausgekommen ist. So, und ich habe heute bzw. am Dienstag Kohlenhydrate gegessen, weil es zum Abendessen Kohlenhydrate gab, aber das war jetzt nicht so viel, dass ich das als bemerkenswert beachte. Außerdem habe ich so eine Art intermittierendes Fasten eingerichtet, ohne es zu wollen. Das heißt, ich habe eh nur mittags irgendwann zwischen 11 und 13 Uhr mal Hunger und abends esse ich dann im Unternehmen hier im Restaurant dann noch mit den Kollegen nochmal um 17, 17.30 Uhr und mehr gibt es nicht zu essen. Und ich habe mir auch angewöhnt, dass ich dann abends, wenn ich nach Hause komme, sollte ich auch noch Appetit oder vielleicht sogar Hunger haben, dass ich dann nichts esse, sondern dann gibt es noch ein Glas Wasser mit Salz oder ich nehme einen weißen oder einen grünen Tee, den ich dann zu mir nehme, aber zu essen gibt es nichts mehr. Okay, und dann war es das eigentlich schon vom heutigen bzw. Bericht vom Dienstag. Ich freue mich auf diese Schicht heute Abend und werde euch morgen berichten, was los war.